Feldenkrais ist eine ganzheitliche Bewegungslehre, die nach ihrem Entwickler Dr. Moshe Feldenkrais benannt wurde. Mithilfe bewusster Bewegung soll ein Lernprozess angestoßen werden, der neue Gang- und Bewegungsmuster ermöglicht und ganzheitliche Auswirkungen auf die Persönlichkeit haben kann. Dieses Neulernen und Umlernen macht neue Fähigkeiten und Möglichkeiten für den Menschen verfügbar. Einmal richtig verstanden, kann die Feldenkrais-Methode zu einem lebenslangen Werkzeug werden, sich selbst zu helfen. Das Wichtigste dabei ist, die Bewegungen mit Leichtigkeit durchzuführen. Zwei verschiedene Arten werden eingesetzt: Bewusstheit durch Bewegung in Form von Gruppenunterricht und funktionale Integration, bei der die Anwendung für eine einzelne Person durchgeführt und angeleitet wird. Das Unterbrechen alter Gewohnheiten und Einüben neuer Bewegungsmuster beeinflusst die Struktur im Gehirn. Die Feldenkrais-Methode setzt dort an, wo der Mensch etwas mit Leichtigkeit tun kann. So können neue Bewegungen mit Leichtigkeit erlernt und ausgeführt werden. Diese Methode ist für jeden Menschen in jeder Lebenslage zur Weiterentwicklung des eigenen Potenzials und Erweiterung der eigenen Möglichkeiten nutzbar. Anwendbar zur Verbesserung von sportlichen Bewegungsabläufen, bei gesundheitlichen Fragen und in der Prävention. Die Bewegung soll leicht, bequem und behutsam durchgeführt werden. Bewegungen sollen so langsam ausgeführt werden, dass das Gehirn dieser Bewegung folgen kann und so eine Veränderung der Bewegung möglich wird.